Liebe Zuschauer, heute sind wir mal wieder in Stommeln. Ich stehe hier vor der St. Martinus-Kirche und da oben sehen Sie ein Plakat und das ist der Grund, weshalb wir heute hier sind. In dieser Kirche findet eine Ausstellung statt und zwar über die bekannteste Stommelerin und zwar die Christina von Stommeln, die selige Christina von Stommeln. Und Sie werden erstaunliche Dinge über die Christina von Stommeln erfahren. Neben mir steht der Dr. Nieveler und der ist eigentlich der große Spezialist bezüglich der Christina aus Stommeln. Und er erklärt uns jetzt mal, was es mit der Christina und der Geschichte der Christina auf sich hat. Ja, wir haben hier das Haupt der Christina und dieses Haupt ist wohl tatsächlich ihr Kopf, den sie eben 70 Jahre lang hier in Stommeln getragen hat. Da gibt es kaum irgendwelche Zweifel dran, dass die Reliquien echt sind. Aha. Sie sind hier in Stommeln 1342, von hier aus 1342 nach Niedegen gegangen, von Niedegen nach Jülich. Es besteht überhaupt kein gründlicher Zweifel, kann kein Zweifel daran bestehen, dass wir hier tatsächlich den echten Schädel Christinas. Ist die schön? Ist die poliert? Ja, na, da ist ja Glas drauf. Ja, ja. Aber sie ist natürlich nicht immer unter diesem Reliquiar gewesen. Und dann gab es ja im Mittelalter diese Art und Weise, Reliquien auch zu küssen und blank zu küssen und die Hand drauf zu legen. Da gibt es ja auch in Rom an Bronzestatuen, die also blank sind von den Besuchern, die vorbeigekommen sind. Christina war eine richtige Volksheilige. Bis in die Neuzeit hinein. Und sie hat eben zweifellos 2012 zu ihrem 700. Todestag eine Renaissance erlebt, die man gar nicht mehr erhoffen konnte, weil sich da nun tatsächlich erstmalig wirklich Wissenschaft mit ihr beschäftigt hat. So, was wir hier sehen, das ist das Schlüsselbein von der Christina. Man weiß es nicht, welches, das linke oder rechte, aber das Schlüsselbein. Christina war eine, na, wie soll man sagen, eine leicht exzentrische Frau, ganz bestimmt. Mit sehr viel religiöser, sehr viel mystischer Emotion. Und man muss einfach glauben, dass das, was so geschrieben und gesagt wurde zu ihr, dass sie das so erlebt hat. Ob andere sagen, ah, ist doch Unsinn alles, mag sein. Aber sie hat jedenfalls sicher angenommen, die Dämonen, aber auch Christus selbst, das sind Dinge, die erlebe ich bis eben zu den Wundmalen Christi hin. Und die Wundmalen, die sind auch nachgewiesen? Die Wundmale sind literarisch nachgewiesen. Das heißt, sie hatte an den Händen, An den Füßen, an der Seite und auch die Dornenkrone. Ja, und man darf also dem Petrus von Dazien, mit dem sie eben einen regen Briefwechsel gehabt hat, dem darf man ruhig trauen, denn das, was er so geschrieben hat, das scheint schon sehr echt zu sein. Und er hat mehrfach und immer wieder die Wundmale genauestens beschrieben und es war auch das, was ihn an der Christina überzeugt, ja, was zu einer mystischen Liebe geführt hat, auch einer erotischen Beziehung ganz sicherlich. Sag mal, das war ja zu der Zeit, war das ja auch beängstigend, ich sag mal, für die Eltern oder? Ja, sie ist ja, auch sowas ist ja für sie, ich habe ja gesagt, sie war sicherlich etwas exzentrisch, ist mit 13 Jahren zu Hause abgehauen
Und das im Jahre 1355, nicht 2003, da ist das kein Abhauen mehr, da geht man einfach. Ne? Aber damals war das ja schon eine ganz enorme Sache. Die Eltern waren begütert hier in Stommeln, hatten einen gut laufenden Bauernhof und die Tochter, die ging einfach und sie ist nach Köln zu den Beginen gegangen. In der Stollgasse, das ist wo die Hauptpost war in Köln, wo die Dominikaner waren. Die Dominikaner waren es, die sich um die Beginen kümmerten, seelsorglich, und darum ist sie auch dahin gegangen. Aber die Beginen haben gedacht, wer kommt denn da? Und sie haben sich mit ihr, sie haben sie aufgenommen, sie haben sich mit ihr unterhalten. Aber als sie dann doch sehr erstaunliche Erlebnisse hatte und starr hinter dem Altar lag, da haben die Beginen das gesagt, was jeder normale Mensch sagt, die ist nicht ganz richtig, und haben sie einfach wieder nach Haus geschickt. Aber nun hat in Stommeln keiner gesagt, ja, Gott sei Dank, Kind, du bist wieder da, das ist aber schön. Nein, man hat sie nicht aufgenommen, zumal auch eine Verarmung beim Hof eingetreten war. Aber der Pastor hat sie aufgenommen und da ist sie dann gewesen, da hat sie auch gelebt. Und da ist ihr dann 1267 der Petrus von Dazien begegnet. Der von Petrus von Dazien war einer der Dominikaner in Köln und ein Mann, der studieren wollte und studierte, der studiert hatte bei Albert von Albertus Magnus, der Thomas von Aquin kannte, ein Mann, der also ein hochgebildeter schwedischer Dominikaner, der ist nach Stommeln gekommen, nicht um Christina kennenzulernen, sondern um den Leuten noch die Beichte abzunehmen hier, und er kam in der Adventszeit, ja, und er stolperte gleichsam über die Christina, hat ihm eine gesagt, hier da hinten muss man hingehen zu dem Pfarrer, da kannst du noch was erleben. Ja, er ist da hingegangen und war vom ersten Augenblick an, wie soll man sagen, überzeugt. Er war vom ersten Augenblick an sogar begeistert, bis in die tiefsten Phasen seines Seins. Er hat gesagt, auf diesen Augenblick habe ich ein Leben lang gewartet. Woher wissen Sie das alles? Das steht alles in dem, ja, der Kodex. Der Petrus von Dazien ist dann der gewesen, der die Briefe Christina, sich mit ihr über bis zu seinem Tod 1288 in brieflicher Form unterhalten hat. Er war mehrfach in Stommeln, aber er ist ja nach Schweden dann gegangen, nach Paris, und hat... Und es hat einen regen Briefwechsel gegeben. Der Briefwechsel ist erhalten und diesen Briefwechsel hat Petrus wohl auch zu einem großen Teil noch zusammengestellt. Und er ist kurz nach dem Tod Christinas dann veröffentlicht worden, kann man so nicht sagen, weil es ja noch keinen Druck gab, sondern aber als Kodex, als dickes Buch, rausgegeben worden. Und natürlich nicht nur in einem Exemplar, in einer handschriftlichen Abschrift, sondern in mehreren. Es gab in Köln ein Exemplar, es gibt ein paar Reste irgendwo auch in der Schweiz, aber grundsätzlich erhalten hat sich ein Exemplar, das immer bei den Reliquien Christinas dabei war, nämlich der Jülicher Kodex, der heute nur, der in Aachen im Diözesanarchiv aufbewahrt wird, der aber der Kirche in Jülich weiterhin gehört. Können wir mal darüber was sagen? Ja, und jetzt haben wir hier, ja. Grundsätzlich zu Reliquien, sagen wir mal so. Was ich dazu sage. Ja. Ja. Was halten Sie davon? Also, von Verehrung von Knöchelchen sollte man absehen. Das ist auch, glaube ich, von vornherein nie so richtig der Gedanke gewesen. Die Knöchelchen, die sollen erinnern an jemanden, der anders als andere Christus viel näher war. Das ist es. Ne? Das sind Überreste eines
hochgläubigen Menschen, und dieser Mensch, der ist in einzelnen Dingen als Mensch sicherlich akzeptabel, mehr noch anerkennenswert, mehr noch, er ist, ja, selig gesprochen und so. Und darum hat dann in den Jahren 1903 bis 1912, ja, 1903 bis 1912, ja, da war Antonius Kardinal Fischer Erzbischof von Köln. Das sind Jüdische. So, jetzt denkt natürlich jeder, aha, der hat auch die Heiligsprechung. Aber Antonius Kardinal Fischer war kein Freund von der Seligen Christina und hielt deren Liebe zu Christus doch eher für eine Liebe zu dem Petrus von Dazien, und das konnte ihm als einem hohen Geistlichen 1912 nun ja nicht passen. Aber, auch so eine Idee, da er dann am 6. November 1903 vom Domkapitel in Köln zum Erzbischof gewählt wurde, hat er gedacht, ja, was ist das denn? Das ist der Todestag der Seligen Christina, von der du ja nie was gehalten hast. Und von dem Augenblick hat er was von ihr gehalten. Ne? Das ist doch sehr schön. Ne? Und dann hat er hier, dann hat er auch in seiner Diözese, um auch um Frieden zu kriegen, einen Teil, ein Knöchelchen der Christina nach Nideggen gegeben und ein Knöchelchen auch nach Köln. Da ist jetzt die Erde, ich glaube, da können wir einfach weggehen. Ja. 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 Ist, ne, das muss nicht sein. Ja. Und hier ist das, und das Knöchelchen ist wo? Ja, das ist in Stommeln hier. Ach, das gehört. Also eigentlich, ja, ist das alles, was normalerweise die Stommeln haben. Das ist in Stommeln, nicht, ja, mehr. Nee, mehr nicht. Und den Rest haben die Jüdische. Ja, Jüdisch hat ihn. Also ich kann den jetzt nicht genau sagen, aber es gibt eigentlich kaum ein Stückchen des gesamten Skeletts, was nicht vorhanden ist. Aha. Im Schrein gab es nicht nur die Knochen der seligen Christina, sondern im Schrein gab es auch von ihren Haaren ein Büschel. Es gab ein paar kleine Münzen, die man über die Jahrhunderte für wenig wichtig gehalten hat, die man aber im Jahre 2012 wenigstens bei einem als ein absolutes Unikum gefunden hat. Man wusste, dass es diese Münze gab, aber man hatte keins davon. Die waren also damit dabei. Und es gab diese beiden Andachtstäfelchen. Also wunderschöne Miniaturen aus der Zeit Ende des 13. Jahrhunderts, also noch zu Lebzeiten Christinas entstanden. Man hat immer gedacht, Petrus habe sie ihr geschenkt. Das scheint nicht der Fall, dafür sind sie dann doch 10 oder 15 Jahre zu jung. Das eine hat das Rechte ist die Kreuzigung mit Johannes und Maria unter dem Kreuz. Das andere ist Maria, Christina und Agnes. Auch das sind Reliquienbehälter. Nebenan in den einzelnen Kästchen waren Reliquien aller Art, Knochenstücke von jeder Menge Heiligen, deren Namen auf den Stegen verzeichnet sind. Sie sehen, dass da was drauf geschrieben ist, und da steht auch, was da auch für ein Reliquien drin waren. Aber ganz wichtig ist, dass hier mit diese Miniaturen da in der Mitte, die sind also aus dem Ende des 13. Jahrhunderts und tatsächlich höchst bedeutend. Also im Schrein, ich sagte es schon, gab es nicht nur die Knochen, sondern im Schrein gab es auch noch Lederhandschuhe. Wahrscheinlich hatte Christina zum Schutz ihrer Hände, weil sie ja meistens auch blutige Hände hatte, hatte Christina Lederhandschuhe.
Von diesen Lederhandschuhen sind in Jülich nur ganz kleine Stückchen übrig geblieben, aber die waren in diesen Seidenhandschuhen drin. Die sind ja viel zu groß, sieht man ja. Also diese Handschuhe sind Reliquiare, so wie die aus Gold und Silber sind, so sind hier die aus Seide bestickt und auch echt, also auch aus dem 14. Jahrhundert. Kann man also annehmen, als man die Gebeine hier ausgegraben hat, da hat man sowas mit dabei gefunden. Und das ist also einmal hier die Madonna, die der Christina wohl, kann man sagen, eine Lilie oder eine Rose übergibt. Und hier Christus, der ihr, als sie 15 Jahre alt war, einen Verlobungsring angeboten hat. Das gehört ja mit zu ihrem mystischen Erleben. Noch ein weiteres Stück aus dem Reliquienbestand ist dieses Täschchen mit den, ja, es sind Wildschweine oder sowas, was da an Tieren draufgestickt ist. Und dieses Täschchen, das war eben mit im Schrein. Und in dem Täschchen hat man auch noch dieses Haarbüschel gefunden, das man ruhig auch für echt halten darf. Und einen Seidenstoff noch besonders. Das beweist also auch, dass die Frau schon sehr früh verehrt war, sonst tut man ja nichts dabei. Ja, ja. Ne? Kann man sagen, jetzt hier sind wir am wichtigsten Teil der Ausstellung oder sagen wir mal am interessantesten? Also interessant ist da ganz bestimmt, auch im 21. Jahrhundert sensationellster. Denn er hat ja jemand versucht, die Frau Dr. Nies, die also nicht Historikerin ist, die nicht religiös angehaucht war, die ist also eine Juristin, die sich so mit damit auch beschäftigt, Fahndungsbilder zu machen. Und ihr persönliches Hobby soll man nicht sagen, hat sie gesagt, sondern ihr persönlichen Arbeiten, die bezogen sich eben darauf, ganze Teile herzustellen, wenn man etwas hat, wovon man ausgehen kann. Sie hat das gemacht und dann hat das Museum in Jülich rausgekriegt, dass es die Dame so, gab. Waren nicht die Jüdischer, die gesagt haben, wir hätten unsere Christine. Doch, so dann schon. Aber vorher nicht. Nee, vorher nicht. Die Grundidee war eine andere. Ja, die Grundidee, da wusste man ja nicht, dass es ja sowas überhaupt gab. Sie ist auch die Einzige, die sowas macht. Aha, also. Die Frau Dr. Nies. So, sie sagt, die Forensikerin, ja, wenn jemand Christina gekannt hätte und käme vorbei, er würde sie danach wiedererkennen. Davon ist sie fest überzeugt. Und wenn man also die wissenschaftlichen, sie hat auch in dem Buch da hinten einen intensiven Aufsatz geschrieben, wenn man also die Arbeit von ihr kennt und die Grundlagen, auf denen sie gearbeitet hat, dann weiß man, jawohl, das ist so gewesen. Also aus dem Schädel, da ist da so ein Plastikschädel gemacht worden und mit dem kann man dann arbeiten. Und dann kann man eben Vergleichsmöglichkeiten finden, wo man dann noch weiß, ja, wenn die Knochen hier so sind, ist der Mund so. Sie hat einen sehr schmalen Mund, was ganz bewusst so ist. Die Haare konnte man so ein bisschen auch nach den Haaren aus dem Schrein dann wieder sehen. Also zweifellos ist das schon eine tolle Sache und sie hat im Augenblick auch dann weitere Projekte, die also, ist ja klar, wenn man einmal so etwas gemacht hat, dann kommen andere und sagen, können Sie mit mir was machen, ja, nee, das ist ja klar. Und das ist auch eine schöne Sache, ich denke schon, das ist immer was. Ne? Ich glaube,
Also erstmal bereichert es ja jede Ausstellung. Ja, kann man ja schon mal sagen. Sachen. Und wenn man sieht auf dem Plakat, ist es ja als Lockmittel. Ja, sicher. Soll es auch sein. Ja, klar. Soll es sein. Ich glaube, wenn man eine Reliquie gezeigt hätte, das wäre nicht so spannend. Nee, jetzt nein, das ist ganz klar. Das ist ganz und die klar. Die Stammler sind ja, was ich so mitbekomme, ist schon ziemlich begeistert von ihrer Christina. Ja. Ja, natürlich. Nee, das ist ja, können es auch sein. Ne? Was, also ich hatte Ihnen ja gesagt, ich habe seit 1942, also vor 72 Jahren, zum ersten Mal mich mit ihr beschäftigt. Und was mich an ihr besonders, manchmal zunehmend, manchmal weniger interessiert hat, ist die Tatsache, dass hier eine Frau vom Dorf, ohne jede Schulbildung, die weder lesen noch schreiben konnte, dass eine solche Frau über 700 Jahre immer wieder neue Wirkung zeigt. Auch 2012 in Jülich bei der Ausstellung, wo also da die ganze Reihe Leute Christina erstmal wieder nach vielen Jahren kennengelernt haben, und eben auch hier in Stommeln, wo also Leute kommen, denken, mein Gott, nochmal. Aber warum diese Frau? Warum beschäftigt man sich mit ihr? Warum ist sie über all die Jahrhunderte erhalten geblieben? Ganz warum? Was ist an der Frau dran gewesen? Ich hatte Zeit in jemandem, das ist rein exzentrisch, hysterisch gewesen, sonst gar nichts. Aber ich glaube, dann ist mir da wieder eingefallen, also das Jahr, wie sie jetzt war, 1990, ist nicht das Jahr 1290, sondern das sind also doch himmelweite Unterschiede. Ich bin ganz sicher und sage das immer nochmal, Christina hat, glaube ich, das, was sie auch dem Petrus geschrieben hat, all das, denke ich, hat sie selbst erlebt, wie auch immer. Wie auch immer. Ich glaube nicht, dass man es nacherleben kann. Das konnte man schon damals nicht. Die anderen haben gesagt, nee, das ist Unsinn. Aber sie hat es so erlebt. Und das ist das, was über die Jahrhunderte gehalten hat. Ja, weil auch die Konsequenz. Ja, die Konsequenz, mit der sie gelebt hat, das ist alles. Ja, das ist erstaunlich. Ne? Das ist klar. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Danke. Liebe Pulam TV-Zuschauer, das ist Frau Dr. Nies. Und sie ist Forensikerin. Das heißt, sie hat das gemacht, was wir jetzt sehen. Und zwar den Kopf von der Christina aus einem Schädel modelliert. Und da wüsste ich das mal gerne, wie geht sowas? Ja, wie geht sowas? Da könnte ich Ihnen jetzt 2 Stunden einen Vortrag halten. Ganz kurz, die Basis für den Kopf, für den Schädel und auch das Gesicht, was ja ganz individuell ist, stellt der Schädel dar. Und wir hatten ja den Schädel, den wir da drüben schon gesehen haben, zur Verfügung. Davon habe ich einen Abdruck machen lassen, eine Stereolithografie, also einen Kunstharzschädel. Und auf dem wurde genau dieses Bild, also dieser Kopf, drauf gearbeitet. Da gibt es ganz viele kleine Stellen am Schädel, die uns zum Beispiel zeigen, wo man das Augenlid ansetzt, den inneren Augenwinkel, wie breit man den Mund macht, das orientiert sich an den Zähnen. Auch die knöcherne Nasenöffnung, die haben wir ja vorliegen, die ist vorhanden, kann zugrunde gelegt werden, weil wir wissen, das Weichgewebe, also die Nasenflügel, sind 3 bis 4 Millimeter breiter als der Knochen beispielsweise, sodass eben, was mir wichtig ist, meine Grundlage der Knochen ist, der mir sehr, sehr viel sagt, an dem ich viel ablesen kann. Und meine Grundlage für das Gesicht ist. Und deshalb ist meine Überzeugung, dass dieses Gesicht, wie wir es hier jetzt sehen, im Wesentlichen also die Grundform, die Proportionen, die Augen, wie sie zur Nase stehen und zum Mund, auch die Mundbreite und dass sie so eine eher kleine, zierliche, leicht nach oben geneigte Nase hat, das ist meine Überzeugung, dass das mit der tatsächlichen
Christina oder mit dem Gesicht der Christina große Übereinstimmung aufweist. Und ich sage immer, eine Übereinstimmung, die es ermöglicht, dass jemand, der sie damals gekannt hatte, anhand von dieser Büste oder beim Betrachten dieser Büste jedenfalls eine Erinnerung an sie bekommt oder an ihr Aussehen und sagen kann, jawohl, wenn ich mir das hier so anschaue, das erinnert mich sehr oder das sieht sehr der Christina, wie sie damals war, ähnlich. Es gibt natürlich viele Dinge, die man am Knochen nicht ablesen kann, zum Beispiel ein Gesichtsausdruck. Ich habe mich deshalb bemüht, ihn möglichst neutral zu machen. Viele Leute sagen, Christina hätte ja sehr gelitten und hätte vielleicht einen mehr leidenden Ausdruck haben können. Aber das ist nicht meine Intuition. Ich möchte dem Betrachter keine Gedanken in den Kopf legen, sondern ich möchte Gedanken oder Emotionen provozieren durch meine Köpfe. Und jeder kann dann da rein interpretieren, wie es ihr wohl gegangen ist oder wie er denkt, dass Christina wohl gewesen ist oder gedacht hat. Deshalb sind viele Dinge, die ich nicht genau weiß, sind neutral gehalten, wohingegen andere Sachen, wie weit zum Beispiel stehen die Augen auseinander, wo sitzt die Nase, die sind am Knochen abgelesen und die weiß ich, da bin ich überzeugt, das ist sehr genau und sehr dicht an dem dran, wie sie eben früher gewesen ist und ausgesehen hat. Also das ist ja ganz sicher nicht den ersten Kopf, den Sie rekonstruieren. Nein. Sie haben ja jahrelange Erfahrung. Und daher denken Sie auch zum Beispiel die Backenknochen, die stehen jetzt etwas hervor, so ein bisschen. Und das ist dann schon sehr authentisch. Das ist meine Überzeugung, das ist sehr authentisch. Genau da, genau drunter sind ja die knöchernen Wangen sozusagen. Und wir geben da Marker, das sind Durchschnittswerte, Weichteilmarker auf. Und dementsprechend wird dann das Weichgewebe über diesen Knochen aufgebaut. Das heißt, wenn die Knochen weit vorstehen, dann steht das Weichgewebe auch weit vor. Ja. Das ist ja gar nicht besonders dick, das sind nur ein paar Millimeter, 5, 6, 7 Millimeter. Aus welchem Material ist der Kopf jetzt? Ich benutze Plastilin, das ist eine besondere Knetmasse auf Ölbasis, weil ich an der immer ja, bis in alle Unendlichkeit im Grunde weiterarbeiten kann. Ich könnte jetzt also Christina hier rausholen und könnte sie 10 Jahre altern lassen. Es hat aber auch den anderen Vorteil, ich habe ja den Schädel als Grundlage und alles, was auf Wasserbasis ist, trocknet aus und schrumpft. Das heißt, ich bekomme dann Risse, weil ja der Schädel unten drunter fest ist. Und der dritte Grund ist, wenn Sie vielleicht mal meine wunderschönen Glasaugen angucken, ja, auf die ich besonders stolz bin. Ich habe eine ganz tolle Kooperation mit einem Institut für künstliche Augen, wo man dann eben für jede Rekonstruktion die Augen immer ganz individuell anfertigt. Und Christina, genau, das war aber, das wissen wir nicht, welche Augenfarbe sie hat. Das war mit Absprache des damaligen Auftraggebers. Und wir haben gesagt, wir machen ihr grüne Augen. Aber wir sagen dazu, dass wir nicht wissen, ob sie grüne Augen hatte oder nicht. Es gab ja ein Haar. Sind ja grüne Augen schon gar nicht so abwegig. Genau. Das Haar, es gab ja ein Haarbüschel, was eben bei den Gebeinen mit gefunden wurde. Ja, mhm. Ja. Und es war so hellbräunlich, rotblond, wenn man möchte. Es könnte aber auch ein bisschen ausgebleicht sein im Laufe der Jahrhunderte. Ja. Aber eben diesem Haarbüschel ist zum Beispiel ihre Haarfarbe angepasst. Mhm. Wenn man das daneben hält, ist relativ, relativ gleich. Und genau die Überlegung war, dass zu dieser Haarfarbe grüne Augen an sich gut passen könnten. Haben Sie jetzt die Werte noch im Computer? Das heißt, Sie könnten sie jetzt immer wieder so machen? Oder bräuchten Sie, wenn jetzt was passieren würde, bräuchten Sie den Schädel nochmal? Ich habe noch eine zweite Replik, also eine Kunstharzreplik. Ja. Ja, und ich habe aber auch die CT-Daten von, der Schädel wurde ja gescannt, als er damals rausgeholt wurde. Und mit diesen Daten könnte man weitere Repliken, das ist wie eine Kopie, wie eine Matrize, könnte man dann quasi weitere anfertigen. Das wäre also gar kein Problem. Ja. Ich danke Ihnen. Ja, ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.